Die Berliner sind geschockt, entsetzt und jetzt werden sie auch wütend. Wütend darüber, dass und wie der 20-jährige junge Mann sterben musste. Nicht weit weg vom Roten Rathaus und trotzdem unbeobachtet von Kameras, Polizei und Wachschützern. Zu Tode geprügelt von Tätern, denen ihr Opfer völlig egal war. Voller Hass auf einen Unbekannten. Und denken an das Opfer. Ansonsten scheint hier der normale Gang weiterzulaufen. Geschäfte haben geöffnet und auch die Kneipe, die in das ganze Jahr verwickelt war, hat geöffnet. Und in der Marienkirche zum Beispiel, da liegt jetzt auch ein Buch aus. Wir sprechen später weiter. Ja? In der Marienkirche zum Beispiel liegt also auch ein Kondolenzbuch aus. Und das, was Sie hier gerade hören, sind tatsächlich Menschen mit einem rechten Hintergrund, die glauben, dass sie, weil die Täter eventuell einen Migrationshintergrund haben, dass sie sich darauf jetzt aufspringen können und das jetzt für ihre Zwecke missbrauchen. Ich habe jedenfalls auch mit einem Mann gesprochen, mit einem Gewalttrainer, der gesagt hat, dass die Gewalt in Berlin vielleicht nicht zugenommen hat von der Quantität, aber von der Qualität.